Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Enderal. Es ist immer noch dunkel und wir sind immer noch unterwegs. Ich habe mich ein bisschen abgeregt, denn es ist eine neue Aufnahmesession. Das letzte Mal war ich ein bisschen sehr wütend über die Banditen und dass wir dauernd gestorben sind. Jetzt bin ich wieder ganz entspannt. Und wir können hier weitermachen. Ich muss jetzt aber noch mal ein ganz klein wenig meine Maus einstellen. Habe ich noch nicht richtig eingestellt. Was sehen wir denn hier? Wir haben hier einen wunderschönen Wegweiser. Wir haben Richtung Hafen und Richtung Flussheim. Wir gehen mal Richtung Hafen und werden jetzt den Hafen ein bisschen erkunden gehen. Den haben wir ja noch gar nicht... Jetzt stecken wir irgendwo fest. Danke. Den haben wir ja noch gar nicht gesehen und deswegen gehen wir jetzt auch dahin. So, wir sind am Hafen. Wir wollen aber noch mal kurz hier links lang gehen und das andere entdecken. Es gibt ja schließlich wichtige Erfahrungspunkte. Und wir sind am Hafentor. Wir gehen gleich wieder runter. Ich will einmal noch kurz... Ach, die Karte macht mich immer noch ein bisschen... Nicht fertig, aber ich bin immer noch ein bisschen erstaunt über die Karte. Was nichts Schlimmes ist, weil die echt super geworden ist. Also echt, da hat Shoei echt wieder was Gutes getan. Bin voll begeistert. Wir werden noch den Myradenturm schnell entdecken. Dafür müssen wir, glaube ich, einmal in die Stadt gehen. Nee, oder? Müssen wir wirklich in die Stadt gehen? Ja, das frage ich mich, ob wir in die Stadt müssen. Aber sieht so aus. Da ist das Westtor und hier ist, ist der im Südviertel? Nee, ich glaube, wir müssen hier nochmal wieder raus. Die Karte sieht übrigens sehr cool aus. Man kann sich besser orientieren und man sieht ungefähr die Wege besser. Ist halt echt gut geworden. Wir laufen einfach mal hier am Rand lang. Vielleicht entdecken wir auch noch was Cooles. Und nicht nur Boote. Sehe ich den nicht schon da vorne? Sieht aus wie ein Myradenturm. Hätten wir doch in die Stadt gewusst. Aber wir können ja auch ein bisschen rumklettern. Wenn wir das schaffen, wenn wir jetzt nicht irgendwie runterfallen, sterben oder ertrinken. Wir haben ihn auch so entdeckt. Alles gut, dann können wir wieder zurück und zum Hafentor. Liegt innerhalb der Stadtmauern. Da war ich mir gerade nicht mehr so sicher, ob der innerhalb der Stadtmauern liegt oder außerhalb. Und wir werden dann jetzt in dieser Folge wirklich nur den Hafen erkunden gehen. Auch ein super tolles Gebiet geworden. Hatte man so einen richtigen Hafen in Skyrim? Ich glaube nicht. Ich will auch gar nicht immer so Vergleiche dazu ziehen. Aber es... man macht es doch irgendwie dauernd. Also, ich kann mich davon auch nicht freisprechen. Ich spiele, seitdem ich halt Enderal kennengelernt habe, auch nur noch Enderal und kann mich an Skyrim kaum noch erinnern. Ich habe es einfach lange nicht mehr gespielt. Und daher weiß ich nicht, ob es so einen richtigen Hafen gibt. Also in Windhelm gibt es ja so einen kleinen Hafen und in Dämmerstern bin ich der Meinung. Aber so einen richtig großen Hafen gibt es nicht. Was haben wir hier? Torkurbel. Nee, Tor lassen wir mal offen. Aber wir sprechen mal die Bettlerin an. Wir gehen mal. 10 Groschen. Wir sind hier liegen. Guter Mensch. Genau, wir sind ein guter Mensch. Ich bin auch, also, ich gebe jetzt nicht jedem bettelnden Menschen draußen was. Aber so, oh nee, Kohle wollte ich gar nicht mitnehmen. Egal, einigen gebe ich doch schon was. Aber nicht jedem. Ab und zu kann man auch eine gute Tat vollbringen. Und wenn sie wirklich nicht, so wirklich aufdringlich sind, wie einige in der Bahn, finde ich, dürfen sie auch mal was bekommen. Einzelteile nehmen wir aber mit. Alle. Ich habe gerade ein bisschen Schluck auf. Verzeiht es, falls ihr es hören solltet.
Aber ich kann es irgendwie gerade nicht kontrollieren. Ja, meine Truhe. Aber mit 17 Groschen, das ist gar nicht mal schlecht. Ja, räusper dich ruhig. Ich habe hier eine Truhe gefunden. Dein Pech, wenn du sie nicht gefunden hast. Kannst du was erzählen? Nö. Er wird nichts Neues erzählen. Wir sind ja nicht wirklich weit gekommen in der Story. Hier geht's nach Ark rein. Und. Oh, 8 Groschen ist auch nicht schlecht. Nägel will ich jetzt nicht mitnehmen. Hört mir nur alles zu. Ich kann auch denjenigen, die sich irgendwann mal Enderal antun wollen, empfehlen, guckt euch richtig gemütlich in Ark um. Das wird wirklich Dreh- und Angelpunkt von diesem Spiel, oder ist Dreh- und Angelpunkt dieses Spiels. Und wenn man sich darin auskennt, ist das schon mal nicht schlecht. Einzelteile nehmen wir mit. Jetzt nehmen wir auch mit. Wichtige Zutat für Zaubertränke. Sonst noch was? Achso, ich weiß jetzt gar nicht, ob euch die Maus zu schnell ist. Müsst ihr halt sagen. So komme ich gerade für mich persönlich sehr gut klar. Im Spiel und auch im Menü. Aber wenn euch davon natürlich schlecht wird, lasse ich das. Und schalte ein bisschen lang. Wir hängen schon wieder. Schalte natürlich ein bisschen runter. Jetzt erkunden wir noch den Tor. Den Turm, wollte ich sagen. Und ich glaube, ich habe eine Eispranke gesehen. Ich habe sie mir auch nur eingebildet. Das hat hier so geschimmert. Ich dachte, es wäre eine Eispranke. Aber ist keine. Hier ist nichts. Und ich muss ehrlich sagen, es ist ja jetzt wieder schöne Winterszeit. Und ich höre momentan wirklich fast täglich rauf und runter den Soundtrack von Enderal. Ich finde den so schön und so entspannt, besonders beim Autofahren. Ich bin so ein hektischer Autofahrer und da sind dann entspannende Klänge total sinnvoll und helfen mir, ein bisschen ruhiger zu werden beim Autofahren. Hi, Stadtwache. Mesdames. Nee, der hat nur. Wollte nicht so dicht kommen. Wer bist du? Matrose. Ahoi. Ahoi. Hier noch was? Ich kann mal nicht durchsuchen. Ey, nicht rülpsen. Das gehört sich nicht für eine Dame. Ich muss ja ehrlich sagen, man muss als Frau nicht unbedingt das kleinste Mädchen oder die Prinzessin sein. Man darf auch gerne Matsch rumspielen, Holz hacken oder sonst was, aber ich finde Rülpsen und Furzen einfach total unhöflich und respektlos. Deswegen, nee, das macht man auch als Frau nicht. Weder als Mann noch als Frau. Auch Männer, ihr dürft euch gerne ab und zu mal zusammenreißen. Es ist nicht schlimm, wenn es rausrutscht. Was raus muss, muss raus. Aber wenn man das so extra hervorbringt, um cooler Macker zu sein, nein, das ist nicht cool. Meine Meinung. Kann natürlich jeder anders sehen, aber meiner Meinung ist das nicht so toll. Es gibt einige T Kulturen, da ist es sogar eine Höflichkeit beim Essen zu schmatzen, rülpsen und furzen. Aber meins ist das nicht. Definitiv nicht. Und ich laber heute wieder ganz schön viel Kram. So, wir sind in der Fischerhütte. Uns mal hier um. Ich will jetzt auch nicht stehlen. Ich will mich nur umgucken. Eigentlich sind die voll. Also, okay, sind sehr schlicht. Und ich weiß nicht, wieso die Hafenbevölkerung die Hütten finden, aber ich finde die irgendwie cool. Mag die. Wie hoch? Kann man hier eigentlich hochgehen? Da geht es bestimmt wieder raus. Genau, da geht's ins Herzland. Theater am Steinbrunnen, der Wegelose im dunklen Gewand und Adrejo von Meet, lyrische Ergüsse und andere Fluide. Ach, genau, den haben wir schon gehört. Zudem muss ich nochmal hingehen, ob der Bug mittlerweile gefixt wurde. Ich hatte da, glaube ich, den Bug, dass man ihn nicht ansprechen konnte.
Da muss ich nochmal hingehen. Das müssen wir nochmal austesten. Aber wie gesagt, Ark werden wir so schnell nicht verlassen. Ey, komm, geh hoch. Kannst du es? Ah, hier ist ein großes Bett. Ach, die Bilder sind auch richtig klasse. Ich bin sowieso ein kleiner. Also ich bin kein Bilderfreak, aber ich gucke mir gerne Gemälde an. Ich wirklich gerne. Es beruhigt mich auch. Es beruhigt mich, also es gibt viele Sachen, die mich beruhigen. Beziehungsweise die ich einfach gerne mache, um mal für mich zu sein, runterzukommen. Jetzt sind wir hier hin. Okay, dann gehen wir gleich hier einmal rein. Ich glaube, das ist der Leuchtturm, oder? Ja, das ist der Leuchtturm. Na komm, mit dem können wir dich suchen. Was haben wir denn hier so drin? Oh, ein Goldjuwel-Amulett nehme ich doch mit. Die sind auch sehr viel wert und haben wenig Gewicht. Wenn ich irgendwas Kleines, was wir noch essen können, damit wir voll geheilt sind, das macht mich hier total kirre, dass wir so leicht angeschlagen sind. Haben wir nicht einen Apfelkock? Guck, da haben wir doch ein Apfelessen gewaschen. Vielleicht ist das schon voll? Nee, ne? Dann suchen wir uns noch einen Apfel oder eine Karotte oder irgendwas in der Art. Wir essen eine Karotte. Jetzt sind wir voll. Und wir haben hier ein magisches Symbol. Das wusste ich natürlich. Das habe ich mir gemerkt. Aber, oh, nur 6. Das ist total schlechter Schnitt für mich. Dort steht eine Eisbrandgabe. Die sehe ich von hier. Die habe ich mir natürlich gemerkt. Aber außerdem ist es voll schön, von hier oben runter zu gucken. Viel schöner wäre es noch, wenn es Tag wäre. Vielleicht können wir uns irgendwo hinlegen und schlafen und dann gucken wir nochmal bei Tageslicht hier runter. Wie spät ist es eigentlich? Ach, es ist schon morgens. Es ist bald hell. Dann können wir da nochmal runtergucken. Den Hafen haben sie echt toll gestaltet. Der gefällt mir echt gut. Ich bin außerdem so ein kleines Hafenkind. Also, viele von euch wissen das ja. Ich komme aus Hamburg. Und da bin ich natürlich auch total gerne am Hafen direkt. Und auch also auf der anderen Seite der Elbe sieht man ja dann immer die Baukräne, beziehungsweise die Kräne der Werft. Und die finde ich auch total schön. Finden alle total hässlich, aber das ist so meine Romantik. Finde ich total cool. Sonnenuntergang oder Aufgang bei Hafen. Eine Zeit lang war meine eigentliche Strecke, die ich zur Uni fahre, gesperrt, beziehungsweise wurde umgebaut. Da bin ich halt anderswo gefahren und immer im Hafen lang morgens. Und dann den Sonnenaufgang habe ich dann aber miterlebt, wenn ich zur Uni gefahren bin. Es war total schön. Es war richtig schön. Bin ich immer gut gelaunt in die Uni gekommen. Bin ich hier alles natürlich. Ich habe echt heute Sabbelwasser getrunken. Es tut mir leid, dass ich so quatsche. In den Fischhütten hier waren bestimmt drin. Ist da auch eine Matrose? Ahoi. Ja, ahoi. Auch dir. Und jetzt nochmal hier unten. Ist noch ein Sack. Natürlich mit. Ganz viel Weizen, das ist super. Einzelteile nehmen wir auch. Der ist leer und das ist hier drin. Kohle, die nehme ich jetzt mal nicht mit. Ja, ich gucke mich hier nur um, ist alles gut. Haben wir hier noch in den Säcken? Nee, Nägel will ich auch nicht. Besonders, da ist nur ein Stückzahl und es steht Nägel. Ein Nägel. Ahoi. Ja, ahoi. Das ist eine Statue. Ist auch mal drin. Durchsuch mal den Sack. Guck, du hast Weizen.
der ist leer. Wir gehen gleich noch links ins Gebäude rein, das habe ich nicht vergessen. Ich wollte mich erst noch draußen... Hört auf zu rülpsen. Ich wollte mich hier draußen nochmal umgucken. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich bin gegangen. Also brauche ich jetzt auch nicht. Ich bin verkehrt. Ich habe auch kein Pferd, das an. Ich habe tatsächlich immer noch mein Hufeisen, was ich damals beim Reiten gefunden habe. Das habe ich auf dem Springplatz gefunden. Und es hat mir seitdem immer viel Glück gebracht. Nein, ich weiß nicht, ob es mir Glück gebracht hat. Ich glaube nicht so sehr an einen Talisman. Aber es war total cool, das zu finden. So häufig kommt ja das doch dann nicht vor. Auch nicht auf dem Reiterhof. Wenn die Tiere ordentlich gepflegt sind, findet man nicht so schnell ein Hufeisen. Ach, du bist herrlich. Der versteht nicht so gut. Inal ist egal. Wir gucken hier weiter. Ach, ich habe schon wieder Kohle mitgenommen. Kilianischer Händler. Können wir mit ihm sprechen? Nö. Der wartet wohl auf sein Schiffchen. Und ich mache mir immer noch Vorwürfe, dass wir zu schwach sind für die Hauptquest. Aber gut. Besser als die ganze Zeit dran zu sitzen und frustriert dann irgendwann die Quest zu absolvieren. Wir werden sie ja noch machen, ist ja Hauptquest. Ist ja nicht so, dass ich sie jetzt komplett links liegen lasse. Aber ich hätte das schon gerne am Stück gehabt. So, dann gehen wir jetzt hier mal gleich ins Gebäude. Hier rein. In das Wasserwirtschaft. Handelskontor. Und irgendwann muss doch auch mal morgens sein und die Sonne wieder scheinen. Oder Sonnenaufgang. Wenigstens das. Ich glaube, hier drin wäre auch alles stehlen. Könnte ich mich hier hinlegen? Hier könnte ich mich zur Not hinlegen. Boah, da hat es gerade auch bei mir im Spiel geleckt. Also nicht wundern. Wir hängen schon wieder irgendwo. Wo hängen wir denn fest? Wegelose, genau, hier wäre stehlen. Kann man mit ihm quatschen? So viele fremde Gesichter. Na, das ist doch schön. Das ist doch schön. Das klang nicht so überzeugt, mein Lieber. Oder überzeugend. Hedda Fischers Vibe. Toller Name. Wir sprechen ihn einmal kurz an. Ich bin neu in der Gegend. Habt ihr irgendwelche Tipps? Tipps? Seid einfach vorsichtig, wenn ihr außerhalb der Stadt seid. Das sind unruhige Zeiten. So ist das eben. Wie ist die Lage in der Wildnis? Fragt besser nicht. Die Wölfe verhalten sich, als stünden sie unter irgendeinem Fluch. Attackieren alles und jeden und reißen wild, dass sie am Ende nicht einmal verspeisen. Das muss dieser rote Wahnsinn sein, von dem jeder spricht. Herrje, wohin soll das nur führen? Das weiß ich nicht, aber gut. Ach, da haben wir uns ja schon umgeguckt. Schauen wir uns mal hier weiter um. Habt ihr euch verlaufen? Nee, wir wollen uns hier nur umgucken. Sieht so cool hier drin aus. Ja, ja, so ist das. Das Umgucken. Den Namenlosen haben wir auf jeden Fall schon gelesen, das weiß ich. Das war eine ganz lange Folge. Was steht hier? Ich kann es gerade echt nicht so gut lesen, weil das so komisch blendet. Ich meine Brille nicht aufhabe. Oh, da hat schon wieder ein bisschen geleckt. Gucken wir uns hier noch weiter um. Ich finde das Gebäude hier einfach total toll. Also das ist, selbst die kleinen Details hier in Innerei sind so liebevoll gestaltet worden. Hier geht es nicht weiter rein.
Und es macht einfach Spaß, sich oder wirklich jeden Winkel zu erkunden, weil man findet immer wieder neue Sachen. Manchmal findet man sogar kleine Easter Eggs. Nein, den will ich nicht stehlen. Ich spiele zwar eine Schurkin, aber ich muss ja nicht gleich alles stehlen, was nicht niet- und nagelfest ist. Und das finde ich total cool. So ein Kühlraum, wo wirklich Eis drin ist, Schnee. Finde ich super. Hier haben wir natürlich auch noch ein magisches Symbol. Nehmen wir gleich mit. Habe ich auch gewusst, dass das hier ist. Also viele kenne ich. Ich kenne wirklich viele Orte. Einige habe ich bestimmt wieder vergessen. Und andere kenne ich vielleicht doch noch nicht. Wie das im Stadttor, im Haupttor von Ark. Ich weiß noch nicht, wie wir da rankommen. Also ich denke mal, wenn wir also man kann ja in der Mauer reingehen, in die Mauer reingehen bei Ark. Total durcheinander. Aber das müssen wir machen, wenn wir nicht angegriffen werden. Es wird auch bald irgendwann der Fall sein. Und dann können wir uns das auch holen. Das habe ich mir auf jeden Fall gemerkt. Das musste ich mir noch nicht mehr aufschreiben. Ich merke mir sonst nichts, ne? Aber so unnütze Dinge, wo magische Symbole sind, das merke ich mir natürlich. Aber ich werde jetzt auch sagen, wir haben die Hafentour beendet und werden uns in der nächsten Folge erst wiedersehen. Was wir dann machen, entscheiden wir dort spontan. Wir gucken mal ins Questlog und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ich denke, wir müssen echt noch ein bisschen leveln, ein bisschen erkunden und leveln. Und dann können wir erst die Hauptquest weiter angehen. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag und wir sehen uns dann Sonntag wieder in der neuen Folge von Enderal. Bis dahin, ciao, ciao.